Wenn wir mal nach unten gehen, hat sich eigentlich gar nichts getan. Außer, dass sich hier Kisten stapeln. Kisten, Kisten, Kisten. Halli, hallo, hallöchen aus dem Haus. Ja, Leute, wir haben hier oben jetzt, also wir sind jetzt mal, also wir standen jetzt heute mal oben. Wir haben gerade einen Rollladen ein bisschen hoch, dann seht ihr ein bisschen mehr. Wir haben jetzt hier oben inzwischen komplett eigentlich durchgestrichen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das letztes Mal schon gezeigt habe. Es sieht katastrophal aus. Es ist überall Staub, überall Dreck, überall Werkzeug. Überall irgendwelches Zeug. Das ist Katastrophe. So, wir sind dabei, an verschiedenen Baustellen zu arbeiten. Zum Beispiel hier haben wir das Holz abgeschliffen. Da war so ein weißer, ja, inzwischen vergilbter Lack drauf. Den wollen wir nicht mehr haben, sondern wir werden hier dann das Fenster mit der Fensterfarbe hier angleichen, so dass es ungefähr gleich aussieht. So ist der Plan, dass es im Raum zusammenpasst. Und wir haben inzwischen auch an der Küche gearbeitet. Heißt, wir haben die Wand rausgerissen. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten Video schon gezeigt. Oder? Da haben wir heute hier, wie zu erkennen war oder ist, war hier raus und runter eine Verblendung davor. Doch, habe ich schon. Aber ja, hier müssen wir nochmal drüber streichen. Hier sind überall so von der kleinen Rolle überall so Fitzelchen, ey. Die löst sich auf. So, aber ja, also hier oben hat sich eigentlich so kaum was getan. Deshalb gehen wir jetzt auch gleich mal schon wieder runter. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Ihr seht schon, ihr habt jetzt zwei Sachen schon gesehen. Zum einen wunderschönen Boden, den wir hier jetzt soweit wirklich komplett dement einmal rumgelegt haben. Heißt, ab der Küche in den Essbereich rein, wo inzwischen auch die Heizung dran ist. Dann geht es in den Flur, in den großen Flur. Und auch da hinten im kleinen Flur ist schon der Boden drin. Genauso wie hier rum Eingangsbereich, wie hier Richtung Toilette. Toilette hat man das Vorwand-WC schon drin? Ich weiß es nicht. Da wird auch noch viel gemacht. Da kommt nämlich ein Vorwand-WC rein. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte nur gesagt, dass es rein soll. So sieht es gerade da hinten aus. Und wenn ich hier drauf gucke, ist da alles trocken. Weil hier an diesem Ventil, da tropft es eigentlich. Beziehungsweise, wenn ich hier jetzt drunter fahre, habe ich hier einen nassen Finger. Aber es tropft auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich werde es nochmal tauschen müssen, damit wir hier ja, hinten dran kein Feuchtigkeitsproblem kriegen. Achtung, Schuhe hier abtreten. Ich will natürlich hier jetzt keinen Kratzer drin haben. Jo, das ist jetzt endlich fertig geworden. Ich glaube, insgesamt mit Wohnzimmerboden haben wir so um die, warte mal, lass mich mal, 1, vielleicht 4 Tage, wenn man alles zusammenzählt, haben wir für die Flächen hier gebraucht. Das sind ungefähr 60 Quadratmeter mit dem Schlafzimmer. Auch hier hängt natürlich jetzt inzwischen der Heizkörper. Die haben wir alle dran gemacht. Was natürlich auch noch fehlt, sind hier die Übergänge. Also da kommen noch Schienen drüber.
hier in dem Raum und natürlich dann auch hier im kleinen Raum, wo ich jetzt dann gleich noch anfangen werde, den Boden zu verlegen. Und ja, das ist eigentlich der letzte Teil jetzt hier unten. Was dann noch fehlt, sind die ganzen Sockelleisten. Ich weiß gar nicht, was ich im letzten Video euch gezeigt habe. Im Schlafzimmer müssen wir die noch anpassen. Ne, sind sie schon alle angepasst, einmal ringsrum, aber noch nicht montiert. Das heißt, das müssen wir noch machen. Und vor allem muss ich beim Baumarkt nochmal Sockelleisten bestellen, weil ja, wir brauchen ungefähr 70 Meter Sockelleisten oder so oder noch mehr. Ich glaube, es waren 70 und die hatten sie damals nicht da. Das heißt, ich muss da unbedingt nochmal hin und welche holen, weil nach dem Schlafzimmer sind irgendwie alle Sockelleisten leer. So, ja, so viel dazu. Die Tür habe ich gerade wieder eingehängt. Wenn wir mal nach unten gehen, hat sich eigentlich gar nichts getan. Außer, dass ich hier Kisten stapeln. Kisten, Kisten, Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Laminat, was jetzt gleich noch für den kleinen Raum gedacht ist. Da nehme ich das breiteste Laminat, was wir haben. Das ist 28 cm breit. Und ich bräuchte, wenn ich richtig gerechnet habe, 5 Pakete davon. Jo. Hier ist das größte Chaos im Moment. Weil ich hier gerade überall schneide und hier liegt ja, mein schönes Abfallholz. Ist ein bisschen schade, dass zum Teil einfach so viel weggeschnitten wurde, werden musste, aber es ist halt so. Und mein Räumchen hier, ja, kurz ein bisschen warten, bis es hell wird. Ja, ist gerade immer noch so, wie es war. Mülllager, einmal Plastik, dann einmal nichts, nichts, nichts und dann einmal Papier. Ja, muss ich auch mal gucken, dass wir das irgendwie wegkriegen. Aber naja. Jo, so viel dazu. Soll einfach nur ein kleines Update sein hier aus dem Haus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet was damit anfangen. Achso, warte mal. Nicht umfallen. Wir haben ja hier unsere Heizungsanlage. Zu der kann ich sagen, dass wir diese tauschen werden. Das ist ein Ölbrennwert oder irgendwie sowas. So ein Ölheizung. Deshalb stinkt sie auch gerade jetzt schon. Die ist wieder in Betrieb. Ich habe die Heizkörper ja dran gemacht und dann auch wieder befüllt mit Wasser. Wenn wir jetzt gucken, der Luftdruck, Achtung, tick, der Luftdruck, der stimmt jetzt gerade nicht, wenn wir da hingucken. Der müsste noch ein bisschen höher sein, der ist ein bisschen unter 1 Bar. 0,9, der müsste eigentlich auf 1,4 sein. Aber diese Heizung wird rauskommen. Wir werden uns eine Pelletheizung anschaffen, einbauen lassen, weil es dazu dieses Jahr noch eine relativ große Förderung gibt von 45%, also 45% weniger bezahlen für eine Pelletheizung. Wir werden die jetzt dieses Jahr noch beantragen müssen, damit wir die auch noch gefördert bekommen. Aber sie wird erst wahrscheinlich Mitte nächstes Jahres dann eingebaut, weil unter anderem der Heizungsmonteur gesagt hat, ja, er ist in der Wartezeit von den Wassertanks oder von den Tanks, die Brenntanks, keine Ahnung, ich check da nicht durch, deshalb habe ich auch so einen Heizungsbauer kommen lassen. Ja, das wird erst was nächstes Jahr. Aber wir haben noch genügend Heizöl, von dem her werden wir das, denke ich, erstmal aufbrauchen und dann ist alles gut. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Tschüss.